Hallo miteinander, mein Name ist Hampi Adank, komme aus Volkertswil im Zürich Oberland in der wunderbaren Schweiz und bin der Initiant und der geistige Vater so quasi von der Wahlberg Band, wo sie Namen hat vom Hotel Wahlberg, da in Volkertswil, eigentlich unsere Stammbeiz von der Harmonie. Im Jahr 2003, wir sind gerade am OK für den ersten Wahlberg-Contest, der mit 3 Harmonie und 3 Brassbands stattgefunden hat, haben wir gesagt, am Samstagabend wäre doch noch cool, irgendeinen so einen schönen Anlass. Wir könnten ja irgendeine Brassband holen und das Gala-Konzert bestreiten lassen. Nein, haben wir gesagt, da gründen wir eine eigene, nehmen wir von der allumliegenden Brassband die Leute, die wollen, und machen das Konzert. Und so ist das entstanden. Am ersten Wahlberg-Contest, am Abend das Gala-Konzert, und ist ein Wahnsinnserfolg gewesen. Und wo die Leute dann probiert haben, haben sie gesagt, du, mit dieser Band könnten wir ja auch mal auf Luzern an Swiss Open. Und da haben wir dann nachgefragt und die haben uns mit Handkuss genommen. Und seitdem sind wir dabei. Und wo dann noch Vreni und der Theo Meister zugesagt haben für Sponsoring, dann ist für uns eigentlich der Weg offen gewesen, um die fantastische Band zu gründen. Ja, die Vorbereitungen auf den ersten Auftritt im KKL Luzern mit dieser Wahlberg-Band war sagenhaft. Wir haben angefangen zu proben, relativ wenig Proben gehabt, haben aber total motivierte Leute gehabt. Und der Wahlberg mit seiner Crew, der Martin Kaiser mit seiner Crew, hat uns total unterstützt und ist stolz gewesen, dass sein Hotel hier in Luzern und in der ganzen Schweiz ein bisschen Werbung bekommt. Und wir haben alles gegeben. In dem Hotel Wahlberg ist nur noch gemusiget worden. Und wo wir dann wirklich das erste Mal auf dieser Bühne gestanden sind, wo all die Grössen vor uns schon dort waren, das war ein riesiger Stolz, den ich hatte für mich selber, natürlich aber auch für die Band. Und mit dem Variation, so einem Enigma von Philips Park, das Stück haben wir eigentlich am Raffi Christen zu verdanken, der bei uns Mellets gespielt hat, damals. Und hat gesagt, das Stück würde ihn mal reizen, in dem KKL zu Luzern aufzuführen. Und so haben wir das ausgewählt und mit Anhieb gerade Pfiffen gemacht. Das war sagenhaft gewesen. Ja, welches Erlebnis war das schönste mit der Wahlberg-Band? Ich kann nur sagen, ich hatte so viele tolle Erlebnisse gehabt mit Leuten von Volkertswil, mit Leuten von der Band, praktisch von der ganzen Welt nach hinne, wo im 2005 der Russell Gray zu uns gestoßen ist und mit Anhieb den Sieg geholt hat. In der Brassband-Szene hat das verloren gegeben. Und ich habe das genossen und habe wirklich das reingesogen, dass meine Band dort mal den Sieg geholt hat. Das war einfach sehr schön gewesen. Und mit dem Wechsel zum Russell hat es natürlich auch Wechsel gegeben in der Band. Weil er hat das erzählt in England, was für eine geniale Woche das ist, mit viel Musik, viel Fun aber auch und viel Erlebnis. Und die Leute haben sich förmlich gerissen, um in diese Band reinzukommen und mit uns die Woche zu bestreiten und nachher in das KKL. Wir haben tolle Bekanntschaften dürfen machen mit internationalen Grössen, die bei uns mitgespielt haben. Und das war einfach toll gewesen. 20 Jahre Wahlberg in der neuen OK-Konstellation läuft alles weiter wie ein Busy-Wetter. Die sind ja wahnsinnig dran und die Band steigert sich von Jahr zu Jahr enorm. Und ich wünsche am neuen OK, der neuen Inhaber von dieser Wahlberg-Band, alles Gute. Macht weiter so, tragt den Namen noch ganz lang in die Welt raus und vor allem geniessen die Zeit jetzt in dem Jubiläumsjahr. Wir sehen uns an dem Konzert hier im Volkertswil und nachher hoffentlich im KKL Luzern, wenn es im 20-jährigen Jubiläum heisst, erster Rang Wahlberg-Band.